So, willkommen zurück zu einer kleinen Mini-Session, ne? Sacred, whatever. Wir sind hier irgendwie im Vulkangebiet. Ich habe hier tatsächlich nicht mit Menschen gerechnet, die hier unterirdisch leben. Du bist kein Anhänger des Drachen und daher nützlich für mich. Finde eine Drachenschuppe für eine Waffe oder Rüstung und ich werde sie dir dann einbauen. Ich hege einen tiefen Groll gegen diese Monster, denn meine Tochter wurde ihm vor Jahren geopfert. Dein Schicksal wird dich eines Tages zum Drachen führen und wenn du ihm gegenüberstehst, wird dir die eingeschmiedete Drachenkraft geben. Gott, oh Gott. Suche auf der Ebene nach Resten eines Drachen. Häufig kämpfen Drachen gegen die Lindwürmer und manchmal gewinnen sie sogar. Das klingt nach Blut und Gold und von beiden kann ich nie genug kriegen. Der Segen des Drachen sei mit dir, mein Kind. Ich gebiete dir, die Drachentöter zu zwingen, die Ebene von Alcazabanorg Draco zu verlassen. Huchlöse Mörder, Drachentöter genannt, suchen den Untergang unseres Fürsten, um seine Haut, Knochen und Gebeine zur Schau zu stellen. Suche sie auf und vertreibe sie, und vielleicht findest du auch die Spur einer unserer Bürgerin, die einem großen Schicksal zugeführt werden sollte. Das klingt nach Blut und Gold, und von beiden kann ich nie genug kriegen. Das klingt nach Opfer. Welch Frevel, ein Fahrenhändler stahl eines der Eier des Drachen. Bring das gestohlene Drachenei zu uns zurück. Eil dich, du hast vielleicht 10 Tage, dann wird der Schurke außerhalb unserer Machtsphäre sein. Du kannst davon ausgehen, dass meine Klinge blutgetränkt ist, wenn ich zurückkehre, um den angemessenen Lohn für meine Mühen einzustreichen. Die Gegner in diesem Gebiet sind schwach. Keine Herausforderung mehr. Wieso sehe ich jetzt das Gebiet der anderen Nebenquests nicht? Was ist da los? Ich hätte vielleicht doch gucken sollen, ob da unten ein Händler irgendwo ist, ne? Ah, oh, wie ich das hasse, wenn die fliegen. Sackgasse, na klasse. Ich könnte zwar jetzt rüberfliegen, aber nö. Ah. Gehen wir einfach links lang. Warte mal, ich werde jetzt einmal die Quest. Oh, welche waren das jetzt mit dem Timer? Die hat er gar nicht aufgenommen. Oder wird?
widerliches Monstergeschmeiß! So. Und da sagen die Leute, ich wäre ein Monster. Was ist denn da oben? So ein Lindwurm oder was? Eigentlich töte ich keine anderen Dämonen, aber bei dir mache ich eine Ausnahme. Ich möchte hier mal Hilfe. Dankeschön. Ist eklig. Du bist kein Anhänger des Drachenkults von Al-Kazaba? Dann rette mich und glätte mich von dieser Hochebene herunter. Ich will nicht für dieses große Ritual sterben und von einem Monster verspeist werden. Darf ich euch nun folgen? Ich hoffe für dich, dass diese Angelegenheit spannender ist, als sie sich anhört. Kannst du es mal lassen? So. Wo muss ich dich denn hinbringen, Madame? Da rein einfach. Oh, da unten ist auf jeden Fall ein Händler. Toll, und ich dachte, ich habe eine Abkürzung, aber nein. Die Kreaturen in dieser Gegend sind erbärmlich schwach. Das macht keine Freude. Oh, geh weg, Tussi. Oh, jetzt zeigt er mir die anderen Dinge auch an. Ich muss sie da hinbringen. Dann wäre es vielleicht echt am günstigsten. Ich fliege.
Scheiße, ich komme hier nicht runter. Sowas wie dich kann man doch nur töten. Alter, Isabella, hau ab. Du stirbst hier gleich noch. Nein, 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 weg, 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 Isabella. Widerliches Monstergeschmeiß! Na, no, jetzt wieder abhauen, Robert. Widerliches Monstergeschmeiß! Was haben sich die alten Götter eigentlich bei dir gedacht? Und tschüss. Der kommt doch ohne an die Arsch, ne? Gut, easy. Ich danke euch hier. Viel ist es nicht, aber danke. Ich werde mein Glück in Burg Hohenmut versuchen. Vielleicht besucht ihr mich dort einmal und wärmt euch an meinem Feuer. So. Drachentöter, das ist gleich rechts von hier. Und da sagen die Leute, ich wäre ein Monster. Joron nehme ich auch mit. Alter, die hauen aber auch immer hin. So, was muss ich denn... Hier muss ich mit Inna talken. Bist du toll? Wir sollen diese Ebene verlassen. Die Haut eines Drachen wird in Burg Sternteil Gold gewogen. Wenn du sie für dich willst, dann hast du Pech gehabt, denn wir werden jetzt die Haut bei lebendigen... Dir die jetzt die Haut bei lebendigen Leber aufschneiden. Na klasse. Scheiße. Oh!
Du bist eklig. Ich brauche meinen Flammenwächter. Ich werde durch dein Blut warten. Auf jeden Fall liegt da verdammt viel Loot. Kopf vernichtet, nice. Klasse. So. Okay, die Tränke nehmen wir auch gleich mit. Ist natürlich klar. Das Gold. Mit diesem Schrott? Was soll ich mit diesem Schrott? Scheiße, jetzt habe ich irgendeinen Trank noch genommen. Wieder ein Heiltrank, glaube ich, ne? Mist. Okay, gehen wir erstmal zum Händler. Ich hoffe, ich kann mit ihm noch handeln jetzt. Diesen Ruck macht man echt gut Erfahrung, aber man braucht auch Trinke ohne Ende. Das Drachenei wollt ihr? Dieses Drachenei ist aber sehr kostbar für mich, denn ich bin ein Lichtender der dunklen Magier von Wolfenthal. Und dieses Drachenjunge wird der Beginn einer Zucht neuer Drachen werden. Kampfdrachen, die unseren neuen Herren geweiht sein werden. Also geht mir aus dem Weg, oder besser noch, ich brenne euch fort. Ich hab's geahnt. Misty Mist. Dann nehme ich zumindest die Rüstung. Das ist schon mal gut. Zwölf, 377. Okay. Gut. 29, das könnte... Oh, das ist besser. Dann haben wir, glaube ich, jetzt alles durchgekügt. Alter, wie viele Gegner hier auf immer schon wieder sind. Mitnehmen, ey.
Gut, hier liegt auch nichts mehr Interessantes. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt wieder einen Folgenpolizei-Spezial. Bedanke mich. Bis dann.